11.44 Uhr bis gleich. Damit verabschieden wir uns zunächst aus Courchevel. Von den letzten Starterinnen konnte sich keine mehr unter den besten 30 AthletInnen platzieren. Damit verpasst Katharina Huber ganz knapp das Finale. Hier geht es vorn aber spannend zu. Schifrin und VL Hover trennt nur ein Hauch von 400. Wir freuen uns auf ein spannendes Rennen. Pünktlich um 13.30 Uhr sind wir wieder da. 11.40 Uhr Lorena Zelger, SUI, die letzte Schweizerin im Feld, beginnt gleich bei der ersten Zwischenzeit mit über einer Sekunde Rückstand. Auch im weiteren Verlauf leistet sich Zegler zu viele Fehler, wird im Mittelteil ausgehoben und rutscht aus dem Kurs. Schade. 11.34 Uhr Michaela Dögruber, AUT, mit Startnummer 52, hat es. Michaela Dögruber ist natürlich schwer. Doch Amelia Smart hat gezeigt, was hier noch geht. Leider läuft es für Dögruber nicht wie gewünscht. Die SV-Starterin zeigt einen wilden Ritt, bei dem sie immer wieder weit ausgehoben wird und Zeit verliert. Damit hat sie mit dem zweiten Durchgang nichts zu tun. 11.33 Uhr Amelia Smart. Ken, jetzt ist es doch passiert. Amelia Smart zeigt eine angriffslustige Fahrt und macht sich vor der Ziellinie noch einmal ganz lang. Als 29. verdrängt sie Katharina Huber aus dem Finale. 11.32 Uhr Nina Obrin, USA, PUH. Durchatmen. Nina Obrin zeigt einen guten Start, verliert im unteren Teil aber etwas den Rhythmus. Somit scheitert sie knapp an der Zeit von Huber. 11.30 Uhr Marie-Therese Sporer, AUT. Marie-Therese Sporer rutscht gleich bei den ersten Schwüngen immer wieder weg. Dann spritzt es gewaltig, am Übergang in den Mittelteil rutscht sie weg und scheidet aus. Schade. 11.29 Uhr Franziska Gritsch, AUT. Im oberen Teil wird es jetzt immer dunkler, da die Wolken den Himmel komplett zugezogen haben. Das macht es für Franziska Gritsch im 12. Weltcup nicht einfacher. Dazu holt die ÖSV-Starterin bei ihren Rechtsschwüngen immer zu weit aus. So kann sie Teamkollegin Huber nicht vom 30. Platz verdrängen. 11.27 Uhr Charlotte Chabel, SUI. Was geht für Charlotte Chabel? Die Schweizerin beginnt oben etwas zu passiv. Nach dem Kreuzbandriss fehlt noch ein bisschen die Angriffslust. Dann schlägt sie die Hände über dem Kopf zusammen. Im Mittelteil sorgt ein Richtungsfehler für den Ausfall, das ist bitter. 11.24 Uhr Hannah Kirk, AUT. Ähnliches wünschen wir jetzt natürlich auch Hannah Kirk in ihrem 5. Weltcuprennen. Doch die 24-Jährige findet einfach nicht die perfekte Linie. Immer wieder ist sie weit von den Stangen entfernt und wird dazu ein-, zweimal gewaltig ausgehoben. Damit reicht's leider nicht für das Finale. 11.23 Uhr Ilva Stahlnackel, SWE. Aufgrund der hohen Zeitabstände haben die Damen mit den hohen Startnummern hier kurz vor Weihnachten noch einmal eine gute Chance, sich in das Finale zu kaufen. Zunächst nutzt das Ilva Stahlnackel, die eine angriffslustige Fahrt zeigt und auf Rang 23 nach vorn fährt. Da freut sie sich im Ziel zurecht. 11.18 Uhr Federica Brignone, ITA. Selbst große Namen haben hier große Schwierigkeiten mit der Piste. Die erfahrene Italienerin, die in dieser Saison bereits einen Riesenslalom gewinnen konnte, fädelt hier bereits im 5. Tor ein. 11.15 Uhr Die besten 30 sind unten. Die ersten 30 Starterinnen sind im Ziel. Hier türmen sich schon deutliche Abstände auf. Durch die vielen Wannen, die sich jetzt in der Piste zeigen, wird sich das noch verstärken. Wir halten sie natürlich weiter auf dem Laufenden, wenn sich hier eine Läuferin noch stark präsentieren kann. 11.13 Uhr Mina Fürst-Hultmann, NOR. Alle Läuferinnen haben jetzt Schwierigkeiten mit den vielen Wannen in der Piste. Die Norwegerin hat allerdings eine überzeugende Taktik, sie ist extrem früh dran und versucht sich über den Spuren zu bewegen. Im Ziel reißt sie die Arme nach oben, denn die 12 leuchtet auf.
Klasse. Damit ordnet sie sich mit einer hohen Startnummer in die starken Leistungen ihrer Teamkolleginnen ein. 11:11 Sarah Hector, SWE, das ist nicht mehr die Sarah Hector der letzten Jahre. Die Schwedin kommt hier überhaupt nicht zurecht. Immer wieder baut sie Steher ein, da sie zu gerade an die Stangen heranfährt. Im Ziel zuckt sie nur mit den Achseln. 11:10 Elena Stoffel, SUI, nachdem die Tschechin vor ihr einen ganz verkorksten Lauf gezeigt hat und mit über 4 Sekunden Rückstand ins Ziel kam, steht auch Elena Stoffel etwas zu lang auf den Kanten. Dazu stimmt das Timing einfach nicht. Immer wieder ist sie zu spät dran, sitzt zu weit hinten ab und bekommt im Ziel auch eine Packung von 4 Sekunden. Wir hoffen natürlich, dass das fürs Finale reicht. 11:07 Christine Lysdal, NOR. Trotz tiefer Körperposition kommt die Norwegerin oben gut zurecht, riskiert aber auch mehr als die Französin. Und jawohl, Lysdal kämpft sich durch, sucht immer wieder den Weg nach vorn und schiebt sich noch auf einen starken 12. Platz. Klasse. 11:06 Adeline Mognier, FRA. Für die Lokalmatadorin wird es im Zuschauerraum noch einmal laut, doch das scheint Mognier nicht wirklich zu beflügeln. Die Französin kämpft sich durch die gezeichnete Piste und landet auch nur auf Rang 20. Nach dem starken Riesenslalom von gestern eine harte Enttäuschung. 11:05 Carol Bissig, SUI. Auch Carol Bissig rutscht immer wieder ein bisschen weg, da ihr Körperschwerpunkt deutlich zu weit hinten sitzt. Im unteren Teil kommt die 22-Jährige mit der schmalen Skiführung dann aber besser zurecht. Doch viel ist nicht mehr möglich. Schade. So beträgt der Rückstand im Ziel doch über 3 Sekunden. 11:03 Aline Daniels, SUI, die Eidgenössin steht oben deutlich zu lange auf den Kanten, kann den Ski nach den Schwüngen nicht freigeben. Dazu tun die Wannen in der Piste ihr Übriges. Im Ziel landet sie auf Platz 19. 10:59 Katharina Huber, AUT, die nächste Österreicherin hat uns in dieser Saison schon einmal überrascht, jetzt wird sie allerdings gleich in den ersten Toren von einer tiefen Wanne ausgehoben. Dadurch ist sie an der nächsten Stange zu spät und verliert viel Zeit. Auch unten ist das keine flüssige Fahrt, nur Patz 20. 10:58 Roni Remmel, Ken, die Allrounderin kommt in ihrer Paradedisziplin nicht in den Rhythmus, zeigt hier vor allem im oberen Teil eine sehr unruhige Fahrt. Damit kann sie nicht überzeugen. 10:57 Maren Kold, NOR, die nächste Skandinavierin hat wieder mit dunkleren Sichtverhältnissen im oberen Teil zu kämpfen. Dafür zeigt sie sich hier aber sehr aggressiv und kann als erste seit langem mit einer ersten Zwischenzeit von unter 7 Zehnteln aufwarten. Damit schiebt sie sich im Ziel noch vor Christina Geiger, 10:56 Natascha Nünz, FRA. Nach der Verletzung vor 2 Jahren ist die Französin noch nicht wieder bei alter Stärke. Auf der weichen Piste spritzt der Schnee immer wieder hoch auf. Unten passt die Linie dann gar nicht mehr. Rang 17. 10:54 Lauren St. Germain, Ken. Lauren St. Germain beginnt angriffslustiger, allerdings muss auch sie der nachlassenden Piste Tribut zollen. So hat sie im Ziel trotz einer couragierten Fahrt deutlichen Rückstand. Rang 14. 10:53 Anna Buchschik, SLO. Die Piste wird immer ruppiger, dadurch vergrößern sich natürlich auch die Zeitabstände. Buchschik ist dazu immer wieder zu spät dran und kommt nicht in den Rhythmus. Im Ziel leuchten fast 3 Sekunden Rückstand auf. 10:52 Emily Wikström, SWE. Emily Wikström geht noch ohne Weltcup-Punkte auf die Piste. Die Schwedin zeigt in den Steigen von Courchevel allerdings auch mehr Kampf als flüssige Fahrt. Im Ziel kann sie sich damit immerhin noch vor Christina Geiger schieben. 10:48 Lena Dürger. Wir hoffen, dass Lena Dürger es jetzt etwas besser macht. Doch Dürs Rückstand bei der ersten Zwischenzeit ist noch größer. Die Deutsche wird viel zu spät mit ihren Schwüngen fertig und baut viele Rutschphasen ein.
Im Mittelteil gibt's dann den lauten Ärgerschrei über die Außenmikros, Lena Dürr fädelt ein. Das war eine Fahrt zum Vergessen. 10.47 Uhr, Christina Geiger, jetzt gilt's für die erste Deutsche, die im zweiten Slalom der Saison ausgeschieden war. Doch die Allgäuerin beginnt etwas zu passiv. Auch im weiteren Verlauf sieht das zwar sicher aus, doch Geiger gibt den Ski nicht frei. So ist hier heute nichts möglich, im Ziel leuchten 2,69 Sekunden auf. Das ist eine ordentliche Packung, 10.45 Uhr, Katharina Truppe AUT, die Österreicherin startet angriffslustig in die ersten Stangen und zeigt trotz der bereits tiefen Rillen eine klasse Zwischenzeit. Zwischen den Stangen arbeitet sie sich immer wieder nach vorn, das sieht sehr gut aus. Unten sitzt sie dann einmal zu weit hinten ab und fällt etwas zurück. Schade, da war noch mehr drin als Rang 9, 10.44 Uhr, Irene Cortoni, ITA, die nächste Italienerin hat oben wieder gute Bodensicht, da die Sonne zurückkommt. Doch auch sie muss immer wieder Rutschphasen einbauen, durch die sich der Rückstand von Zwischenzeit zu Zwischenzeit aufsummiert. Diese Fahrt war zu passiv. Sie hat als erste über 2 Sekunden Rückstand, 10.43 Uhr Maruza Ferk SLO, auch die erfahrene Slowenin kommt hier überhaupt nicht zurecht. Nach nur 14 Sekunden fädelt sie ein, 10.42 Uhr Katharina Linsberger, AUT, die junge SV-Starterin beginnt gleich mit einem hohen Rückstand, da der Körperschwerpunkt zu tief sitzt und sie immer wieder nachdrücken muss. Dazu gibt es kleine Rutschphasen, die bei jedem Schwung Zeit kosten. Unten kommt sie dann besser in den Rhythmus, doch das reicht nicht mehr. Nur Rang 9, 10.41 Uhr Erin Michinski, Ken. Die Kanadierin ist oben stark unterwegs, kommt auch mit den Schneeverhältnissen gut zurecht. Im weiteren Verlauf kann sie dann nicht mehr ganz mithalten. Dennoch, das war eine solide Leistung für Milchinski, 10.39 Uhr Chiara Kostadza, ITA, die Sonne zieht so langsam vom Hang, jetzt ist die Sicht nicht mehr ganz so gut. Dazu zeigt sich die Italienerin hier zu vorsichtig und immer einen Tick zu spät, Rang 7, 10.38 Uhr Bernadette Schild, AUT, jetzt gilt's für Bernadette Schild. Die starke Österreicherin fährt oben selber in den ersten Spuren, kommt dann allerdings einmal zu sehr auf den Innenski, so dass sie sich akrobatisch im Kurs halten muss. Dennoch, das ist auch unten eine klasse Vorstellung, die mit Rang 3 belohnt wird. Courchevel liegt der Österreicherin einfach, 10.37 Uhr Frieda Hansdotter SWE, die Olympiasiegerin ist auf der Piste, verpasst oben allerdings auch gleich dreimal in Folge den pünktlichen Schwungansatz und lässt Zeit liegen. Unten riskiert sie dann noch einmal, doch auch sie hat 0,76 Sekunden Rückstand, 10.36 Uhr Nina Havalosev NOR, die nächste Skandinavierin geht oben vorsichtig in den Kurs, was sich aber auszahlt. Auf der weichen Piste ist der harte Kanteneinsatz zu viel. Ganz ruhig im Oberkörper gleitet die Norwegerin oben stark durch den Kurs, dann ist sie zweimal spät dran. Am Ende hat daher auch sie knapp eine Sekunde Rückstand, 10.35 Uhr Anna Svenlason SWE, die großgewachsene Schwedin hat mit den engen Torabständen oben große Probleme und verliert von Zwischenzeit zu Zwischenzeit. Im Ziel leuchten 1,50 Sekunden Rückstand auf. Das war nichts, 10.34 Uhr Michaela Schifrin, USA, oben ist die US-Amerikanerin ganz früh am Schwungansatz, dann fährt sie allerdings einmal zu gerade an die Stange heran und liegt knapp hinter Vlhova. Unten kommt sie dann aber besser in den Rhythmus. Dennoch, im Ziel ist es ungewöhnlich eng, Schifrin liegt nur 0,04 Sekunden vor Vlhova, 10.32 Uhr Wendy Holtener SUI, nach ihrem Riesenslalom gestern war die Schweizerin überhaupt nicht zufrieden. Heute kommt sie oben auf dem flachen Gelände aber gut zurecht. Unten passt der Rhythmus dann aber nicht mehr ganz, da ist sie etwas zu weit von den Stangen weg.
So hat sie im Ziel eine halbe Sekunde Rückstand, 10.31 Uhr Petra Vlhová SVK, die ewige Zweite dieses und in gewisser Maßen wohl auch des letzten Winters, hat noch beste Bedingungen in dem schwierigen Kurs des italienischen Trainers. Das könnte sich aufgrund des Wassers in der Piste jedoch bald ändern. Vlhovas Lauf war aber auch nicht ganz fehlerfrei, 10.28 Uhr gute Bedingungen in Courchevel. In wenigen Minuten wird Petra Vlhová den Slalom von Courchevel eröffnen. Die Strecke ist mit Salz präpariert worden, ansonsten herrschen hier aber beste Bedingungen, gute Sicht bei strahlendem Sonnenschein, 10.23 Uhr Geiger und Dürr für den DSV. Nach dem Saisonaus von Hoffnungsträgerin Marina Wallner, liegt der Druck im deutschen Technikteam wieder auf den erfahrenen Starterinnen Lena Dürr 14 und Christina Geiger 15. Erstere konnte vor allem im Parallelevent überzeugen. Allerdings zeigen sich beide noch nicht beständig genug. Heute soll es einen weiteren Schritt nach vorn gehen. Die Top 6 sind das Ziel, 10.19 Uhr Pause für Gisin. Holtena will angreifen. Auch im Schweizer Skiverband kann man auf einen ordentlichen Saisonstart der Technikdamen blicken. Allerdings fehlt in den Rennen von Courchevel mit Michelle Gisin die aktuell stärkste. Gisin legt nach den kräftezehrenden Rennen im Gröden eine Pause ein. Jetzt muss es Wendy Holtena richten, die sich in den ersten beiden Slaloms nicht ganz so stark zeigte wie in der letzten Saison. Heute geht sie aber mit Start Nummer 2 vielversprechend ins Rennen. Dazu stehen Aline Danieth 23, Carol Bissig 24 und Elena Stoffel 28 im Starterfeld der besten 30. 10.14 Uhr Klasse Saisonstart für Bernadette Schild. Gute Statistik kann auch die Österreicherin Bernadette Schild aufweisen. Die 28-Jährige fuhr im ersten Saisonrennen als Dritte auf das Podest. Das Rennen in Killington beendete sie auf Rang 4. Den letzten österreichischen Slalom-Sieg der Damen gab's im November 2014. Bernadette Schild möchte das bald ändern. Außerdem rechnen sich Katharina Linsberger, 10, und Katharina Truppe, 13, Chancen auf eine Top-Platzierung aus 10.11. Die Kontrahentinnenstärkste Verfolgerin Schifrins ist aktuell Petra Vlhová. Die Slowakin konnte in der letzten Saison als einzige Starterin abgesehen von Schifrin zwei Weltcupsiege einfahren. Zum Start dieser Saison belegte sie zweimal den Platz hinter der US-Amerikanerin. Aber auch Olympiasiegerin Frieda Hansdotter rechnet sich etwas aus. Dazu sind starke Schweizer und SV-Fahrerinnen am Start. 10.09 Uhr auf Rekordjagd. Die große Favoritin ist und bleibt Michaela Schifrin. Auch wenn die US-Amerikanerin mittlerweile in jeder Disziplin ganz oben stehen kann, bleibt der Slalom ihre Paradedisziplin. Ihr Sieg in Killington war der 34. Triumph in einem Slalomrennen. Damit zog die 23-Jährige gleich mit Vreni Schneider, 34, und liegt nur noch einen Slalomsieg hinter der Rekordhalterin Marlies Schild, 35. Und auch dieser Rekord wird wohl nicht mehr lange stehen. Wir sind gespannt, ob er heute schon fällt. 10.06 Uhr herzlich willkommen, guten Morgen aus Courchevel und damit herzlich willkommen zum letzten Damenrennen vor Weihnachten. Auf der Piste Stade Emilie Akheis findet heute der dritte Slalom der Saison statt. Los geht's um 10.30 Uhr. Der zweite Durchgang startet 3 Stunden später. Punkt. Bis zum Start stimmen wir Sie wie gewohnt auf das Rennen ein.